alles für den Naturgarten gibt's im Lagerhaus. Lagerhaus, die Kraft am Land. Blattläuse sind für viele ein Riesenproblem im Garten. Im Naturgarten sind sie aber nur ein kleines Problem. Denken Sie zunächst immer an die vielen Nützlinge. An die Marienkäfer, an die Marienkäferlarven, an die Flurfliegen und vor allem an die vielen Singvögel. Ein Meisenpärchen zum Beispiel vertilgt in einem Jahr 25 Kilogramm Insekten. Eine ungeheure Menge und da sind viele Blattläuse drunter. Trotzdem, wenn zu viele Blattläuse da sind, am besten einmal abstreifen mit Daumen und Zeigefinger. Oder das gute alte Schmierseifenwasser. Ein Esslöffel Schmierseife auf ein Liter heißes Wasser, da löst sich die Schmierseife gut auf, auskühlen lassen und an die direkt befallenen Stellen sprühen. 70% der Blattläuse gehen zugrunde. Und wenn die Blattläuse auf einem großen Baum sind, dann gibt es das Ohrwurmhäuschen. Man nimmt einen Tontopf, 10er oder 12er Tontopf, stopft eine Holzwolle hinein, ein Heu oder ein trockenes Gras und hängt es verkehrt herum auf. Der Rand des Tontopfes soll beim Baumstamm sein. Da verstecken sich dann drinnen die Ohrenschlürfer, die schwirren in der Nacht aus und fressen die Blattläuse. So einfach geht's. Mehr Tipps gibt's in meinen Büchern. Viel Spaß beim Garteln. Gartenlust statt Arbeitsfrust. Biogärtner Karl Bloberger verrät, wie es geht. Sein aktuelles Standardwerk, Der neue Garten für intelligente Faule. Mit praktischen Tipps und Tricks für das Garteln im Takt der Natur. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Viel Spaß beim Garteln.